und Michael Schumacher. Unter diesen Einflüssen entstand der neue Ferrari 599 GTB Fiorano. Einmal mehr folgt das Design des jüngsten Ferrari dem feinen Pinselstrich des Meister-Couturiers Pininfarina. Die Silhouette strahlt schon im Stand Kraft und Schnelligkeit aus. Heckdiffusor und integrierte Flügelprofile in den C-Säulen. Deutliche Zeichen für die ausgeklügelte Formel-1-Aerodynamik des neuen Ferrari. Spoiler sind überflüssig. Überhaupt steckt in diesem Gran Turismo mehr Formel-1-Know-how denn je. Frontmittelmotor hinter der Vorderachse, Getriebe zur optimalen Gewichtsverteilung hinten. Resultat: höchstmögliche Fahrdynamik. Das Gesicht haben wir bereits 2000 in Turin gesehen. Die Studie Ferrari Rossa schaute exakt so entschlossen rein wie sechs Jahre später der 599 GTB. Bei der Entwicklungsarbeit schwören die Testfahrer wie Raffaele Di Simone auf das Urteil von Michael Schumacher. Però Michael interviene nella parte finale del progetto per dire. Michael ist natürlich kein klassischer Testfahrer, aber gegen Ende der Entwicklungsarbeit hilft uns sein einzigartiges Urteilsvermögen enorm weiter. Es ist eine unglaubliche Kombination aus Fähigkeit und Leidenschaft, die sein Urteil über ein neues Auto wie den 599 GTB für uns so wertvoll macht. Kompetente, ma anche da appassionato. Feinstes Leder umhüllt die perfekt sitzenden Recaros, einstellbar auf die Popometer unterschiedlichst gebauter Ferraristi. Der analog-digitale Instrumentenmix verrät Wissenswertes bis hin zum gewählten Fahrprogramm. Das Stellrädchen Manettino verwandelt den 599 in 5 Stufen vom braven Fiakergaul bis zum ungezähmten Wildhengst. Der 6 Liter V12 aus dem Ferrari Enzo, gespickt mit Formel-1-Technik, gesegnet mit Wahnsinnsschub schon ab 2000 Umdrehungen, reduziert auf 620 PS. Einen Gasstoß vom Ferrari-Werk entfernt liegt die Teststrecke Fiorano, Michael Schumachers Trainingsgelände für den nächsten Grand Prix. Kaum ist seine unglaubliche Soundorgie verhallt, dürfen wir auf demselben Asphalt den 599 so richtig rannehmen. Jetzt spielt der Verwandlungskünstler seine Stärken aus. Ein Serienauto mit Alltagskomfort erzielt Rundenzeiten, die bislang ultraleichten Boliden vorbehalten waren. 1 Minute 27 sind in der sportlichsten Einstellung möglich. Der Vorgänger 575 Maranello war ein klassischer GT, ein Langstreckensportler. Der 599 ist in Fiorano nur 1,3 Sekunden langsamer als der Supersportwagen Ferrari Enzo. È una Enzo. Der 599 GTB hat nahezu das sportliche Potenzial des Enzo. Du kannst ihn über die Rennstrecke prügeln und im nächsten Moment stundenlang entspannt durch die Gegend spazieren fahren. Denn er ist ein komplett ausgestattetes Serienauto mit allem Komfort, den man erwarten kann. Egal, ob du auf der Autobahnstrecke machst oder mit dem neuen Ferrari eine Frau ausführst. La ragazza, magari. Der Fahrer wählt die Fahrwerkscharakteristik, die er gerade braucht. Den Rest erledigt vollautomatisch das Dämpfersystem. Je nach Fahrzustand vollzieht es in Zehntelsekunden den Wandel vom Komfort einer Sänfte zum ultraharten Renntrim und wieder zurück. 206.700 Euro ruft Ferrari für den 599 GTB auf. Ist der mit Formel-1-Technik vollgepackte GTB der beste Ferrari aller Zeiten? Wenn ja, dann nicht lange, denn die Testfahrer in Fiorano haben ihren Blick schon wieder auf neue Ziele gerichtet. Non c'è una preferita. Ich habe keinen Favoriten. Der neueste Ferrari ist der beste, immer. Sempre.